Aber wir sind recht herzlich willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir heute Amnesia The Bunker. Ganz frisch rausgekommen und wir gucken auch direkt rein, wo es jetzt da irgendwie weitergeht. Lassen wir uns mal überraschen. Warum gibt es diese 5000 Optionen? Um in diesem Krieg zu überleben, bedürfen sie erstens grundlegende Fertigkeiten und müssen zweitens genug gottverdammten Verstand besitzen, um zu tun, was notwendig ist. Die Fertigkeiten kann ich nicht so schnell lesen. Was? Okay, wir sind mittendrin, statt nur dabei. Drücke R, um den Revolver zu ziehen? Okay. Zielen. Und schießen. Okay, haben wir. Gott, wir können uns lehnen? Okay. Also, das ist jetzt hier. Gott. Interagieren mit Türen. Achso, so, okay. Speedrun Tutorial oder so. Gefühl. Okay, wir sind hier drinnen. Was ist das? Halte R gedrückt, um zu prüfen, wie viele Kugeln du verfügst. Wie viele Kugeln verfüge ich denn? Gar keine? Was? Und ich sammle pro Ding nur eine Kugel ein? Ist das euer Ernst? Das ist doch eine ganze Kiste. Das ist, da müsst ihr doch... Okay. Wir laden einfach nach. Wir haben 3 Schuss. Ist ja mal richtig viel. Gibt's hier vielleicht noch irgendwie... Nein. Schade. Hallo? Ich komme hier nicht. Ich kann hier nicht rein. Als ob ich jetzt hier hochklettern. Okay, kann ich nicht. Hä? Während du schwere Objekte hast, kannst du sie werfen. Okay, cool. Machen wir die Tür kaputt halt. Dann halt so. Okay, ich muss mal meine Sensibilität von der Maus ein bisschen höher stellen. Ich versuche aber, das nicht ganz so heftig zu nutzen. Hier weg! Lass mich hier durch! Oh Gott! Hast du noch Munition? Also, mit 3 Kugeln fühle ich mich echt nicht safe. Jetzt haben wir zumindest 4 Kugeln. Das ist schon mal mehr als vorher. Nein! Hey. Nimm mal dein Köpfchen nochmal raus. Ich hab nicht so viel Munition, Alter. Lass mich hier in Ruhe. Lass mich doch durch. Okay, kann ich nicht. Ich hab 4 Schuss, jetzt nur noch 2. Sind die jetzt weg? Sie sind weg. Hast du noch Munition für mich? Du wurdest verwundet. Halte Tab gedrückt, um zu sehen, wie schlimm es dich erwischt hat. Ja, okay. Also, 3 Finger voll Blut. Ist das jetzt schlimm, oder? Oder muss ich irgendwo anders hingucken? Ich kann nirgendwo hingucken. Also hier gibt es da bestimmt noch was, oder? Seit wann ist denn Amnesia bitte so ein Shooter-mäßiges geworden? Okay, wir riegeln erstmal. Wir verriegeln hier. Wir sind jetzt sind wir erstmal safe. Okay, vielleicht auch nicht.
Du hast einen Gegenstand erhalten, der zur Herstellung weiterer Gegenstände verwendet werden kann. Nimm das andere Stoffteil auf und drücke Tab, um auf dein Inventar zuzugreifen und kombiniere die beiden Stoffteile, um einen Wundverband herzustellen. Na dann. Halte gedrückt, um den Gegenstand bereit zu machen und drücke anschließend, um ihn zu benutzen. Ich frage mich gerade so vieles, aber ja. Okay, jetzt geht es uns wieder besser. Kein Blut mehr an den Fingern. Sehr gut. Ey, nimm doch die Schere. Okay, wir klettern weiter. Und ich würde gern wieder Munition finden. Es gibt Granaten? Sehr nice. Also Granaten. Wenn es jetzt noch eine Shotgun gibt, ist das mein Game. Geht das? Natürlich nicht. Kann ich hier irgendwas anderes nehmen, was schwer ist? Hey, ich komme doch hier aber sonst nicht raus hier, oder? Nee. Okay, ich bin jetzt schon trapped. Also, ist das jetzt hier in der Falle oder was? Nichts machen. Also, ich will jetzt nicht mit meiner Waffe da drauf schießen, weil ich habe nur noch 2 Schuss. Granate? Granate? Granate ist eine Idee. Wie nutze ich denn die? Sehr gute Idee. Danke dir. Okay, wir gucken erstmal hier kurz rein. Hier haben wir nichts. Schade. Vielleicht hätten wir ja da noch Munition gefunden oder so. Hätte ich mir gewünscht. Hier haben wir nochmal Munition. Wir müssen auch direkt nachladen. Also ohne Munition ist echt, Das wird nicht so einfach. Nein, werf keine Granate! Mach doch nicht! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Wo hast du die hingeschmissen? Die liegt direkt vor meiner Nase! Das ist aber nur eine Rauchgranate. Hä? Hey, okay, es ist doch keine Rauchgranate, es ist eine Giftgranate! Minister, fast, fast! You're dying on me, Alex. We make it out of this hell together. Okay, wir werden gerettet. Oder Senfgas, ja. Beat that roll, my friend. There you have it, huh? Ah, fate's a bastard. I'm on patrol tonight, then. C'est la vie. C'est la vie. Okay. Hat so ein bisschen was von Outlands. So, ich hoffe jetzt, hier gibt es keine Minen oder so, weil dann hätten wir ein Problem. Habt ihr zufällig noch irgendwie Munition an euch? Oder Waffen? Irgendwas? Wahrscheinlich nein. Was macht der jetzt? Ach,
Ori. Oh, trink diesen guten Wein. Also, es soll kein Wein sein, aber. Wir spielen anscheinend Franzosen. Würde ich denken. Emotional damage! Genau. Ah, okay, wir haben ihn jetzt da rausgehoben. I'll get you back to safety. Just hold on to me. Als ob wir das jetzt mit ihm im Gepäck zurückschaffen. Aber wir probieren's. Wir lassen keinen Kameraden zurück. Links, rechts, niemals geradeaus. Oh, Scheiße. Das ging nicht gut aus. Hätten wir es schaffen müssen? Lauf, Forrest, lauf, ja. Aber nein. Du bist jetzt ganz auf dich gestellt. Lerne, dass dich an experimentiere. Was? Lerne, pass dich an, experimentiere und überlebe. Man soll die Kommandos vielleicht wirklich lesen. Also, ne? Sind wir jetzt gefangen genommen worden von den Deutschen? Also ich würde sagen, ja. Und sie haben uns versorgt. Medizinisch. Das ist ja schon mal nett. Was? Tee, um Objekte zu drehen. Oh Gott, oh Gott. Medical Supplies. Ich würde da gerne reingucken. Gibt es da noch? Nee. Was steht da? Makumazana. Okay. Fortschritt wurde gespeichert. Cool. Alle Notizen, die du findest, findest du im Notizbereich deines Inventars. Du kannst die aufgehobenen Notizen sofort aufrufen, indem du Tab drückst, während das Symbol blinkt. Oder? Ursache der Amnesie. 10. Juli 1916. Nach den Ereignissen am 9. Juli begab sich Schütze Clement in ärztliche Behandlung. Seine Effekten befinden sich im Lagerschrank. Okay. Der Patient befindet sich weiterhin in einem leichten Koma. Er reagiert auf Reize, allerdings nur kurz. Bei seinem letzten Aufwachen hatte er keinerlei Erinnerungen an die jüngsten Ereignisse und konnte sich kaum auf seinen eigenen Namen besinnen, was vermutlich an der Schwere der erlittenen Kopfverletzung liegt. Die Überwachung des Patienten wird fortgesetzt. Sollte sich sein Zustand innerhalb einer Woche nicht bessern, empfehle ich zwecks Durchführung neurologischer Untersuchungen die Verlegung nach Saint-Étienne, bezeichnet Dr. Josinski. Okay. Machen wir mal das Licht aus. Gibt es hier noch weitere Dokumente? Gibt es hier... Schade, ich dachte, ich kann den Stift mitnehmen. Als Waffe. Na gut. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier so rumlaufen sollten oder ob wir so eher sneaky unterwegs sein sollten, damit die nicht wissen, dass wir wach sind und die rumschnüffeln. Warum gibt es hier diese Löcher? Ja. Man weiß es nicht so genau. Inventar habe ich keins. Und wir wissen ja auch noch von den anderen Amnesia-Teilen. Man sollte sich nicht zu lange im Dunkeln aufhalten. Was ist das denn? Taschenlampe. Eine handbetriebene Taschenlampe, sie erzeugt einen annehmbaren Lichtkegel, erfordert aber häufiges Kurbeln. Okay, wir müssen jetzt zumindest kein Öl mehr finden oder sonstiges, aber wir müssen jetzt andauernd kurbeln? Um Taschenlampe hervorzuholen, okay. Was haben wir hier gefunden? 9th of July, 1700 hours.
I'm in a state of agony. It cripples my body, captures my mind, bleeds my soul. This thing I've done, this thing. It is lunch in the mess hall currently. Ugh, the thought of eating repulses me. Okay. Also er hat irgendwas gemacht. War auf jeden Fall bereut. Das ist nicht gut. Halte F gedrückt, um die Taschenlampe aufzuladen. Achte aber darauf, nicht zu viel Lärm zu verursachen. Nicht nur, dass ich jetzt die Taschenlampe aufziehen muss, sondern sie macht auch noch Lärm, wo die... Okay. Alter Falter, okay. Das ist aber eine richtig gute Taschenlampe, muss ich sagen. Die macht aber richtig Laune. Okay. Was ist das hier? Alle Fotos findest du im Fotobereich deines Inventars. Was ist denn das für ein Foto? Okay. Was ist das denn bitte? Bitte was? Ist das jetzt euer Ernst? Was habt ihr hier gemacht? Was habe ich hier genommen? Benzin. Benzin für den Generator. Leicht entzündlich, kann in leeren Flaschen oder auf dem Boden gegossen werden. Okay. kann ich das auch wieder... Ich möchte es nicht. Kann ich... Ich kann es nicht wegbringen. Jetzt erstmal Taschenlampe wieder aufladen. Müssen wir einen Generator hier am Laufen halten? Oder was? Okay, da ist ein abgeschlossen. Hier ist so ein Essensbereich. Hier kommen wir noch nicht rein. Okay, dann gehen wir erstmal ins Essen, zum Essensbereich. In die Kantine, wenn du so willst. Also das mit dem Aufladen finde ich einerseits cool, andererseits... Naja, ich weiß nicht. Was? Ja, hallo? Ja? Red mit mir. Ich lade mal vorsichtshalber nochmal auf. Ich bin mir nicht sicher, wer da gerade mit mir gesprochen hat. Ist das ein Gefangener? Ist das... Was ist das? It was the last one. We're trapped down here. Rat fucking officers ran and blew the exit behind them. Du rauchen ist nicht gesund. You want to escape. You need to blow it back open. There's dynamite in the arsenal. And a handle to trigger it somewhere in the excavation site. Get them and you can make it out. Okay. Shit. That thing, it's coming for me. Here, take this. Finish me off, please. I want to die at the hands of a Border soldier, not that monster. There's ammo in the pantry. Get it. Do the job, please. Ich soll ihn jetzt ernsthaft umbringen? Wo hat er gesagt, das ist Ammo? Hier? Nein. Als ob ich dich jetzt umbringe. Das macht doch... Also... Nein. Können wir nicht einfach gemeinsam... Raus? War das jetzt alles? Ist jetzt ernsthaft? Zwei Patronen? Okay, Chat. War jetzt ganz blöd gefragt. Soll ich ihn jetzt wirklich?
Okay, die Frage hat sich erledigt. Ich wollte gerade euch fragen, ob wir den wirklich umbringen sollen. Ey, der Arme. Schön ist jetzt anders. Okay, da kann ich nichts reinschmeißen. Okay, dann gehen wir woanders hin. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber wir gehen woanders hin. So, hier hinten ging es nicht weiter. Und diese Löcher sind anscheinend wirklich... Da kommt denn dieses Viech raus, oder was? Hier komme ich auch nicht hin. No, 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 no. Ich schieße jetzt einfach drauf, das ist mega. Was? Wo sind wir? Wichtig! Bitte überprüfen Sie die Rückseite der Erkennungsmarken Gefallener. Auf dieser könnten Nachrichten, Symbole oder Codes für Schränke stehen. Gut zu wissen. Entfernen Sie diese, ehe die Erkennungsmarke abgelegt und verzeichnet wird. Matt Frilux Q. Okay, bis dahin. Frilux Q. Babasti. Ja, aber da ist... Ist nichts dran. Gibt's... Also wir haben ja Benzin. Das heißt ja im Umkehrschluss, es muss ja irgendwo einen Generator geben. Guck mal, wir haben hier nochmal Benzin. So, Neuigkeiten für das gesamte Personal in der Medizin- und Leichenhalle. Das Rattenproblem ist leider nicht besser geworden. Sie fallen über jede Leiche her und beißen sogar die Verletzten. Verbranntes Fleisch hingegen scheint sie nicht zu interessieren. Also müssen wir eine Richtlinie einführen. Die Leichen aller verstorbenen Soldaten sind ab sofort zu verbrennen. Ich habe mit Pater de Reyes über diese Angelegenheit gesprochen. Er wird die Verstorbenen gebührend segnen. Ihre Überreste werden für ihre Familien aufbewahrt werden. Das alles ist nicht ideal und bedrückt mich zutiefst, aber die Toten zu verbrennen scheint die einzige Möglichkeit zu sein, uns die Ratten vom Hals zu schaffen. Wir haben keine andere Wahl. Das ist schlecht. Aber gut. Schalte diese Lampe ein, um den Fortschritt zu speichern. Was? Lampen einschalten ist jetzt mein Save Point? Fortschritt wurde gespeichert. Was ist das hier? In dieser Kiste kannst, in diesem Kasten kannst du Gegenstände aus deinem Inventar ablegen. Ja, also noch sieht mein Inventar okay aus. Würde ich jetzt sagen, brauche ich noch nicht. Aber wahrscheinlich demnächst. Hä, wie? Ich kann es von hier aus nicht in... Als ob ich jetzt einen Code brauche. Okay. Gibt es hier noch irgendwie einen Hinweis? Irgendwas? Nein. Aber hier gibt es eine Map. Warte mal, ich hab ja die Map komplett übersehen. Was ist das denn hier? Ach du Heilige. Das ist ja mal gar nicht so klein. Es gibt einen Weinkeller? Es gibt einen Weinkeller. Warte mal, gibt es hier noch was Schönes? Vielleicht gibt es ja hier nochmal Munition. Aber nein. Generator. Smooth Generator. Du kannst den Generator einschalten, indem du Benzin in seinen Tank füllst und den Hebel umlegst. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Okay. Wie kann ich jetzt Benzin? Halte gedrückt, um den Gegenstand bereit zu machen und anschließend einen Tank füllen. Ich mach den jetzt voll, ist mir egal. Mal mit.
Muss ich den jetzt jedes Mal rauswählen hier? Also raussuchen? Viel Benzin habe ich jetzt nicht unbedingt. Vergiss nicht, dir die Rückseite der Erkennungsmarken anzusehen, ansonsten entgehen dir die Kombination und du musst erneut einsammeln. Was ist das denn jetzt für eine Uhr? Ist es eine Uhr, damit ich weiß, wie lange der Generator hält? Okay, cool. Q-Fruits. Was? 6516? Ist das richtig? Wir haben hier noch was zum Lesen. Warnung! Das Benzin für den Generator ist äußerst entzündlich. Entfachen Sie in der Nähe des Benzins kein Feuer. Geben Sie in der Nähe des Benzins keine Schüsse ab. Kommen Sie um Himmels Willen nicht einmal auf die Idee, in seiner Nähe zu rauchen. Lagern Sie es ausschließlich in robusten Metallkanistern. Glas zerbricht viel zu leicht. Falls Sie Benzin verschütten, wischen Sie es umgehend den gesamten Bereich und entsorgen Sie die Lappen anschließend außerhalb des Bunkers. Das ist ein netter Hinweis. Schade. So, wir machen uns vorsichtshalber erstmal hier wieder so ein Medikit. Weil ich glaube, Medikit ist... brauchen wir. Also, wird benötigt. So, jetzt hatten wir ja die Kombination, ne? Also hier 6, 5, 1, 6. Cool, 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 cool. Die meisten Hindernisse lassen sich auf vielerlei Weisen überwinden. Strenge deinen Grips an, experimentiere herum. Wenn du etwas für möglich hältst, ist es vermutlich auch möglich. Okay. So, Waffenkammer. Mannschaftsquartier, Officequartier, Maintenance, also Wartungsbereich und Exit. Der Exit würde mich interessieren. Nein. Nein, 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 nein. Wir machen hier Licht ganz schnell wieder an. Ich habe schon seit Stunden keinen anderen Menschen mehr gesehen. Vielleicht bin ich der Letzte. Für den Fall, dass da sonst noch jemand ist, hinterlasse ich diese Notiz. Wenn du dies liest, verschwende keine Zeit. Dies ist der einzige Ausgang, der einzige Ausweg aus dieser von uns selbst geschaffenen Hölle. Er wurde mittels Explosion zum Einsturz gebracht. Nun muss er aufgesprengt werden. Verschwende keine Zeit mit Graben. Das führt zu nichts. Du musst sprengen. Das Dynamit befindet sich in der verriegelten Waffenkammer. Das heißt, wir müssen als erstes in die Waffenkammer. Der Zünder liegt irgendwo unten in den römischen Tunneln, tiefer in der Höhle. Der Zünder liegt irgendwo unten in den römischen Tunneln, tiefer in der... Achso, das habe ich gerade gelesen. Ich mache mich jetzt auf den Weg, um mir beides zu besorgen. Ich will es wenigstens versuchen. Obwohl ich nicht weiß, ob du überhaupt existierst, bete ich für dich. Bitte erweise mir den gleichen Gefallen. Okay. Ja, gerne. Also, ich hoffe, du hast es geschafft. Du hast gerade ein neues Ziel entdeckt. Ziele werden auf deinen Karten eingezeichnet. Notizen, die Ziele beinhalten, werden in der Liste der Notizen hervorgerufen. Also, das Ding hier muss ich irgendwie wegsprengen, damit ich rauskomme. Gut. Das heißt, wir müssen als erstes Waffenkammer. Sola, also so eine Waffenkammer. Waffenkammer geht nach hier. Mal hier Licht an. So. Prison. Scheiße. Nee, nee. Bin ich eigentlich hier noch irgendwie rein? Geht das? Ja, kann ich. Was ist das hier? Lazarett. Ach, das ist denn eine Abkürzung, oder wie? Ah, verstehe. Cool. Wir machen mal vorsichtshalber ein bisschen Licht an. Maintenance, Wartungsbereich, da wollen wir nicht hin. Arsenal. Wir wollen Richtung... hier. Emergency, Notabschaltung, Notabschottung. Okay. Das heißt jetzt für mich was? Wir haben Benzin gefunden, sehr gut. Hier gibt's nichts. Ja, da müssen wir wahrscheinlich erstmal in Maintenance.
Alter, Dave! Erstmal herzlich willkommen, Dave! Aber du hast du dich auch erstmal aufmerksam machst hier mit, Alter, mit so einem Sound-Alert. Muss das sein? Okay. 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 Kratzer an der Metalltür. Ich hab so ein bisschen Schiss. Lass uns mal kurz die Tür zumachen und auch verriegeln. Einfach. Vorsichtshalber. An dem Winder dieser Aufzeichnungen, Fournier, unser befehlshabender Offizier, kauert gerade neben mir. Er hat völlig den Verstand verloren. Pure Angst hat von ihm Besitz ergriffen. Unablässig wiederholt er ein und dasselbe. Fliehen! Fliehen! Wir müssen fliehen und die Bestie einsperren! Er will abhauen und den Ausgang hinter sich sprengen, um den Dämon hier unten einzusperren. Den Dämon und seine und unsere Männer. Seine unablässige Gebrabbel geht mir an die Nieren. Und langsam ergreift dieses entsetzliche Leere auch von mir Besitz. Falls einer meiner Männer dies hier liest, sobald wir hier raus sind, besorge ich mir von ihm die Zugangskombination für die Waffenkammer und gebe ihn per Funk an sie durch. Okay, cool. Wenn sie da unten mit dieser Bestie gefangen sind, ist die Waffenkammer womöglich ihre einzige Hoffnung. Mehr kann ich nicht tun. Zu mehr reicht mein Mut nicht. Begeben Sie sich zum Funkraum im Mannschaftsquartier und... Mannschaftsquartier. Verstecken Sie sich dort. Ich werde die Kombination durchgeben. Jobot? I don't know. Okay.